Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie John Dewey Institutionen von Lehren und Lernen begreift. Sie erhalten einen Überblick über die verschiedenen Aspekte zum Begriff Institution im Sinne Deweys. Hauptaugenmerk wird dabei auf der von ihm gegründeten Schule liegen. In Deweys Konzeption des demokratischen Lebensentwurfs ging es vor allem darum, die Teilhabe an der Gesellschaft zu garantieren. Dies lässt sich gerade dadurch garantieren, dass Schülerinnen und Schüler in demokratischer Weise in den Unterricht eingebunden werden. Demokratie als Lebensform soll in jedem Bereich des Lebens durchgesetzt werden, also auch in Familie, Schule und Gemeinschaft. Deswegen sollen die Kinder die demokratische Lebensform so früh wie möglich kennenlernen. Vor allem durch demokratische Methoden im Unterricht soll sich Demokratie in der Schule verankern lassen. An der traditionellen Schule zu Deweys Zeiten übt Dewey heftige und fundamentale Kritik. Sie würde vordemokratischen Zielen dienen und sich dessen Methoden bedienen. Deweys Vorstellung zu demokratischem Unterricht verwirklichte er in der University Elementary School, die als Modellschule galt. 1896 gründete Dewey die Laboratory School in Chicago. Lernen soll in der Laboratory School ganz auf Erfahrung basieren. Dewey rückt das Problemlösen in den Mittelpunkt. Dies tut er im Sinne der naturwissenschaftlich orientierten Forschung, aber immer mit Blick auf die praktische Anwendung. Man könnte das schon als praktische Forschung deklarieren. Der experimentelle Unterricht setzt sich aus verschiedenen Methoden und Lernumwelten zusammen, wie zum Beispiel verschiedene Materialien, Werkstätten, Bibliotheken, Gärten und so weiter. Dort sollen die Schülerinnen und Schüler selbstentdeckend und erfahrend die Umwelt entdecken. Die eigene Erfahrung steht dabei im Vordergrund. Die Lehrerinnen und Lehrer haben dabei nicht die Funktion einer Autorität, sondern eher die Rolle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei geht es weniger darum, allen Schülerinnen und Schülern das Gleiche zu lehren, sondern darum, dass allen die Möglichkeit geboten wird, selbst Entdeckungen zu machen. Drei Prinzipien sind dabei maßgebend: die Schülerinnen- und Schülerorientierung, die Wirklichkeitsorientierung und die Produktorientierung. Auffällig ist dabei die Nähe zur industriellen Produktion. Das ist sicher nicht ganz zufällig so. Dewey schafft mit seinem Konzept der Schule ein Verhältnis zwischen Bildung und Ausbildung, das im deutschsprachigen Raum viel diskutiert wird. Dabei geht es ihm sicher nicht nur um die Orientierung an Nützlichkeit in der Gegenwart, sondern durchaus um die Entwicklung einer forschenden Haltung. In Deweys demokratischer Konzeption von Unterricht steht die Erfahrung im Mittelpunkt, die alle Schülerinnen und Schüler für sich selbst machen sollen. Der Unterricht soll dabei demokratisch geleitet sein. Diese Erfahrung soll den Schülerinnen und Schülern mithilfe von verschiedenen Methoden, verschiedenen Materialien und differenzierten Lernumgebungen ermöglicht werden. Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene Entdeckungen durch die vielfältigen Methoden im Unterricht erlangen. Dabei stehen folgende Prinzipien im Mittelpunkt: erstens die Schülerinnen- und Schülerorientierung, zweitens die Wirklichkeitsorientierung und drittens die Produktorientierung. Dewey schafft eine interessante Haltung zum Verhältnis Bildung und Ausbildung. Er orientiert sich zwar an der gegenwärtigen Nützlichkeit von Erfahrung oder Wissen, macht aber auch die Entwicklung einer forschenden Haltung stark. Zusammengefasst bestärkt Dewey die demokratische Lebensform, denn er macht sich für den demokratischen Unterricht stark. Seine Vorstellungen von Unterricht wurden in der Laboratory School umgesetzt. Dabei steht die Erfahrung, die alle Schülerinnen und Schüler für sich selbst machen, im Vordergrund. Diese Erfahrungen können von den Schülerinnen und Schülern mit Hilfe von verschiedenen Materialien, Lernumgebungen, Methoden usw. gemacht werden. Wichtig ist, dass Dewey grundsätzlich von einer demokratischen Lebensform durch die Teilhabe an einer demokratischen Gesellschaft ausgeht. Dies kann dann erfolgen, wenn Schülerinnen und Schüler im frühen Alter demokratische Erfahrungen in der Erziehung machen.